Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Factorio, weiter in meiner Möglichkeit Labor. So, ich habe mich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht wegen diesen ganzen Signalen. Es gab ein Debug-Menü unter F4. Könnte das machen, könnte F4 wählen und dann könnte man hier Sachen auswählen. Dieses Shreel Route Blocks gibt es leider nicht, aber ich habe es jetzt verstanden. Dieses Signal macht das Signal, was hinter ihm ist. Ja, also. Das ist jetzt das Signal, was hinter ihm passiert, nicht was vor ihm passiert. Und dieses Signal ist in dem Sinne rot. Ja, dieses Signal ist rot, weil das hier sein Signal ist. Und dieses Signal geht in dem Sinne bis hierhin. Aber dieser hier hatte gar kein Signal, deswegen kümmere ich mich jetzt erstmal um diesen Viertel hier. Hat überhaupt gar keine Freigabe. Also das bedeutet, dieses Signal ist rot. Warum er hier steht, das ist zum Beispiel auch eine ganz gute Frage, weil eigentlich dürfte er hier gar nicht stehen. Weil hier gar kein Signal. Ah, die sind schon alle auf manuell zurückgesprungen. Also stehen jetzt alle, außer er, weil er auf Auto steht. Aber er hat eigentlich gar keine Freigabe. Also ich habe hier das Problem, dass dieses Signal blockiert ist bis dahin. Okay, weil er fasst alles bis hinter sich. Dieses Signal ist ja rot, weil er da drauf steht. Das ist alles klar. So, jetzt müssen wir mal gucken, so dass wir, weil wir vier Waggons haben, er gibt dann dieses Signal hier in dem Sinne wieder frei. Das bedeutet, den kann ich so mal wieder auf Automatik stellen. Sollte jetzt bis zu diesem Signal fahren, weil dieses Signal rot ist und auf seinem Signal steht in dem Sinne dieser Zug. Okay, das Problem haben wir schon mal. So, du müsstest dann auch wieder auf manuell stehen. Dich können wir auf Automatik stellen. Du stehst dann da. Hier haben wir jetzt das Problem, dass dieses Signal rot ist. Er steht aber auf diesem Gleis, was ja in dem Sinne Müll ist. Für dieses Signal kann ich ein Kettensignal benutzen, was ich gerne hätte. Und dieses Kettensignal muss ich hier platzieren. So, das würde bedeuten, dass dieses Signal automatisch ihm dieses Signal zuweist. Also, gut. Dieses hier ist schon mal in meinen Augen richtig. Du musst, ich weiß gar nicht, wo er hin muss. Sein Signal ist, keine Ahnung. Also ich nicht verstehe, warum er, das ist dein Block. Das ist sein Block. Dieses Signal ist grün. Okay. Aber warum ist dieses Signal rot? Jetzt muss ich erst überlegen. Hier muss ein Kettensignal hin. Sage ich euch gleich warum. Wenn hier das Signal freigeben, fährt er jetzt auf die Mitte des Schiens. Normalerweise würde er da stehen bleiben, okay? Ich muss aber hier ein Signal hin machen, um dieses freizugeben. Der steht da drauf. Steht alles noch auf Automatik. Der muss da stehen bleiben. Dann werde ich hier ein Signal hinsetzen. Er würde jetzt bis dahin fahren. Das ist vollkommen okay. Hier würde dann ein Kettensignal hinkommen. Und dieses Kettensignal würden wir da hinsetzen. Dieses Signal kann eigentlich weg. So. Das ist dann schon mal okay. Dieses Signal, das Signal ist auch vollkommen okay. Das ist okay. Dieses Signal ist rot. Das ist dann auch erstmal okay. Dieses Signal ist auch rot. Hier würden wir ein Kettensignal dahin setzen, falls er darüber fahren würde. Und dann würde er hier ihm das Signal eigentlich freigeben. Das würde bedeuten, dieses Signal kann eigentlich weg. Hier ist ein Kettensignal für dieses Signal, was aber Bullshit ist. Dieses Signal kann eigentlich weg. Wenn ich das jetzt aber abreiße, fahren die ineinander.
Dieses Kettensignal ist Bullshit, weil dieses Signal muss dahin. So. Er darf jetzt bis fahren hier. Dieses Signal hat keine Verbindung. Also weil dieses hier fast hinter ihm ab. Dieses Signal hat einfach keine Verbindung. Das würde bedeuten, er soll hier gar nicht erst stehen bleiben, sondern wenn dann hier. Und wenn wir Probleme bekommen sollten, sollte da das Kettensignal hin. Das kriegen wir gleich alles schon hin. Ganz geschmeidig bleiben. So, das kommt dann dahin. Er würde... Es gibt Züge, die fahren ja dann... Das ist das Hochsignal, ne? Ja, da fahren sie runter, hier fahren sie hoch. Also da lang. Wir haben für diesen Sektor überhaupt gar keinen Anschluss an diesen Zug. Also das würde bedeuten... Den machen wir weg. Ich benötige einmal eins hier. Das ist richtig beschissen, weil der würde dann da stehen bleiben. Aber gut. Eins hier. Eins da. Eins da. Eins. Hier. Eins hier. So, jetzt muss ich wieder mit Kettensignale arbeiten. Und zwar, wenn er hier ja grün kriegt, würde er bis da drauf fahren. Das würde bedeuten, er nimmt das nächstliegende Signal und würde ihn dann auf rot schalten. Hier wäre genau das gleiche. Hier muss auch ein Kettensignal hin. Hier muss ein Kettensignal hin. Und da benötigen wir es nicht, weil er nur hochfährt. So. Er würde jetzt fahren bis genau bis da und würde dann das nächste Signal erst hier freigeben. Blub. So. Du würdest von hier unten nach oben kommen, hättest in dem Sinne hier dein Signal, was auch vollkommen richtig ist, und würdest dieses Signal freigeben, wenn wir natürlich über dem Dingens sind, nämlich hier. So. Du hättest dann hier dein Signal und du würdest... Soll ich euch ganz ehrlich was sagen, das ist Bullshit, dann können wir es auch gleich hier hinsetzen, dass das da frei gibt. Du würdest dann hier durchfahren und würdest, das ist alles so dicht aneinander, wirklich, das ist so ein kleiner Nachteil, den wir einfach haben. Würdest dieses Signal dahin, mein Gott, habe ich mich erschrocken, würdest dieses Signal dahin setzen, würde aber hier ein Kettensignal hinsetzen, falls dieses ein Problem verursacht. So, du würdest hier drauf fahren. Das bedeutet, du würdest da stehen bleiben, was ich gar nicht benötige. Das bedeutet, du kommst... doch, ich muss den da anschließen. Okay, du machst dann hier eine Blockade. Und zwar hier. Okay, du würdest dieses Signal dann freigeben. Hier würdest du stehen bleiben. Das sieht bis jetzt alles ganz gut aus. Du hier, dann gibst du diesen frei. Manche würden hier runterfahren. Wenn du hier runtergefahren bist, würdest du hier das Signal freigeben. Würdest dann in deinen Zug reinfahren, würdest dieses Signal freigeben. Und würdest dieses Signal dann, also gucken nicht, dass er auf irgendwelche Dinger steht, da freigeben. So, du würdest dann hier das Signal, muss ein bisschen aufpassen, würdest dann dieses Signal da freigeben. Das ist alles super, so, weil er da... Hier brauche ich kein Signal hinsetzen, weil das Signal muss dahin. Und wenn er hier rüber gefahren ist, gibt dieses dann das Signal da frei. So, also ihr müsst euch das vorstellen, das sind immer verschiedene Blöcke. Das ist jetzt zum Beispiel lila, das ist pink.
Schade, dass man diese Funktion nicht mehr einstellen kann. Mir hat das auf jeden Fall sehr, sehr weitergeholfen. Hier müsste ich jetzt normalerweise keine Signale hinsetzen, weil warum soll er hier anhalten? Es würde überhaupt gar keinen Sinn machen, hier anzuhalten. Es würde einen Sinn machen, hier an. Der fährt hier raus. Es würde einen Sinn machen, hier ein Signal hinzusetzen und hier ein Signal hinzusetzen. Und die Freigabe ist. Dann hier. Okay, und dann würde dieser Zug, der hier lang fährt, dieses Signal da freigeben. Dadurch darf er da oben reinfahren. Dieses Signal würde dann mit diesem Signal wieder freigegeben werden, was in dem Sinne Bullshit ist, weil dieses Signal wird hier blockiert. Dann gibt es hier ein Signal. Hier würde ich ein Kettensignal hinsetzen. Ich hoffe, dass mein Gedanke einfach richtig ist diesmal. Dieses Signal mag ich nicht, wenn das so dicht an den Schienen dran ist. Das müsste man auch absolut nicht machen. Und dieses Signal würde dann. Hier freigegeben werden. Naja, du bist gleich dran. Das ist eine Signalfarbe. Das ist dann Türkis jetzt in dem Sinn. Und Türkis würde gehen bis da. Also, solange wie Türkis hier nicht freigegeben wird, wird dieses Signal nicht wieder freigegeben. Also unterteilen wir Türkis. Und Türkis würde uns dann hier das freie Signal geben und das ist dann seine eigene Farbe. Uiuiui, das ist komplett rot. Das ist seine Farbe bis hierhin. Das ist rot. Das ist die Ausfahrt, richtig? Ja, das ist die Ausfahrt. Gehen jetzt erstmal hier gucken. Das ist in meinen Augen genau richtig getimt. So kann man das machen. Und so auch. Okay. Wie sieht es jetzt eigentlich unten aus? Stehen jetzt alle kreuz und quer, ne? Sagen, wie sie sich nicht komplett in die Karre fahren. Es ist mir gerade ein wenig egal, weil ich jetzt mir jetzt erstmal diese ganzen Parallelen und Zusammenhänge angucken. Und dann gucke ich mir gleich unten an, wie ich es weiterkriege. Dieses Signal würde dann freigegeben werden, wenn ich hier oben wieder vier Waggons hätte. Da. Sagen wir mal hier. Naja, das ist ja klar. Und du bist ja dein eigenes Signal. Also das würde dann. Das wäre jetzt richtig dumm, weil dieses muss dahin. Du bist dein eigenes Signal. Und dieses Signal würden wir hier wieder freigeben. Zu diesem, nach diesem. Wenn er darüber fährt, müsste das eigentlich so sein. Und dieses Signal würde dann hier. Hallo, hier wieder freigegeben werden. Richtig. Und er würde hier drauf fahren, das ist Türkis. Hier ist ein rotes Signal und das rote Signal würde dann hier wieder freigegeben werden in diesem blauen Segment. Gut. Diese Fahrt wird dann freigegeben, wenn er hier angekommen ist. So. Und dieses Signal würde dann wieder freigegeben werden, wenn er hier oben durchgefahren ist. Und es gibt ja noch diesen Weg. Und dieser Weg darf nicht da freigegeben werden. Das ist absoluter Schwachsinn. Das ist die Runterfahrt. Das muss freigegeben werden, wenn der gute Mann hier angekommen ist. So. Dieses Signal
wird hier freigegeben. Weg. Auch Bullshit. Weg. Dieses Signal würde hier freigegeben werden. So, jetzt muss ich weiter gucken. Dieser Kreis ist in meinen Augen genau richtig. Dieses Signal benötige ich nicht. Das ist Schwachsinn. So, aber hier fährt ja auch noch jemand lang. Und wenn du von hier kommst, kann ja sein, dass du da lang fährst, müsste eigentlich dieses Signal freigegeben werden. Also das ist doch eigentlich das schon zu weit weg. Warte mal. Nein, ich kann diesen nicht unterteilen. Warte mal, jetzt muss ich gerade überlegen. Das ist dieses. Ich kann den ja nicht da hinsetzen. Dann stehen wir mitten auf den Schienen. Das ist ja. Oh. Sollte ich hier noch ein Signal hinsetzen, um dieses zu unterteilen? Aber dann funktioniert das ja trotzdem nicht. Das ist das. Der Viertel, dieses Signal, wenn wir sagen, würde da festgesetzt werden. So, jetzt brauchen wir kein Signal. Gar nicht. Er kann hier komplett durchheizen, weil das ist sowieso die Endstation. Würde hier langfahren, hier durchkommen. Es ist alles die gleiche Linie, weil hier ja eh nur ein Gammelzug fährt. Ich würde einfach sagen, als Bestätigung setzen wir hier einen hin. Also das ist dann ein extra Block für sich. Dann würden wir, als die beiden sich da oben und hier schneiden sollen, sollten wir den hier hinsetzen. Der gibt dann dieses Signal wieder frei. Also normalerweise sollten wir jetzt alles haben. Eigentlich. Weiß nie, ob das wirklich so dann funktioniert, wie ich es mir wirklich vorstelle. Aber das werden wir jetzt gleich sehen, ja? Dass hier ein bisschen Stau und dass wir ein bisschen Probleme haben, Leute, das akzeptiere ich alles. Ich will mich mit dieser ganzen Materie wirklich auseinandersetzen und das auch irgendwann mal hinkriegen. Er steht immer noch auf Automatik. Es kann sein, dass ich hier unten irgendwo einen Kauderwelsch drin habe. Weil dieses Signal gibt dann eigentlich. Das ist Schwachsinn. Dieses Signal soll da oben erst freigegeben werden. Es ist immer nur ein Zug, der hier lang fährt. So, du möchtest jetzt aber eigentlich nach oben. Und das Problem ist, dieses Signal hier. Dieses Signal verursacht gerade das große Problem. Das bedeutet, wir machen den jetzt mal ganz kurz auf Automatik, nehmen dieses Signal weg und setzen uns in diesen Zug und fahren mal so ganz langsam vor. Er erlaubt ihn aber trotzdem nicht zu fahren. Was ich nicht ganz verstehe. Dieses Signal ist. Das ist okay. Dieses wird nicht freigegeben. Weil. Warte mal. Dieses Signal ist die Einfahrt. Warum nicht? Oh, fortfahren. Ich raste gleich ab. Siehst du, der steht jetzt mitten auf dem Signal. Das darf niemals passieren. Eieieiei. Es war wieder klar, dass mir sowas passiert. Ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.